Wir stehen hier in Lennestadt Elspe beim zweiten Knappstein-Cup, wo ja auch der FC Remscheid bei seinem Sponsor teilnimmt. Dieter Mahr, der Präsident des FC Remscheids, wie wichtig ist es denn für den FCR, bei seinem Sponsor bei dem Turnier teilzunehmen? Ja, ist für uns natürlich eine nette Verpflichtung, die wir gerne eingehen, hier mitmachen zu können. Wir sind ja schon einige Male hier gewesen und wir freuen uns immer wieder, hier mitspielen zu dürfen und unseren Sponsor damit zu unterstützen und versuchen natürlich, das Turnier zu gewinnen, soweit es möglich ist. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Wie wichtig ist es für Sie denn, dass der FC Remscheid dann auch mal hier hinkommt und auch an diesem Turnier dann teilnimmt? Ja, erstmal ist der FC Remscheid ein sehr attraktiver Gegner. Wir spielen hier, dieser Ort heißt Elspe, da spielen wir Kreisklasse, Schmalenberg spielt Bezirksklasse, Lennestadt spielt ebenfalls Landesliga wie Remscheid, so ist es ein sehr tolles Turnier. Wie sehen Sie Ihre Beziehung als Sponsor zum FC Remscheid? Ja, wir sind jetzt fast 10 Jahre Sponsor bei Remscheid und es macht uns Freude. Das ist also schon mal sehr, sehr wichtig. Wenn ich Sie nochmal fragen darf, Herr Mahr, Vorbereitung, dass man so hier ein bisschen auch durch die Gegend fährt, der alte große FC Remscheid, fühlt man sich dann ein bisschen auch froh und stolz, wenn man dann als größerer Verein dann bei solchen Turnieren dann teilnehmen kann? Ja, es ist erstaunlich, wie viel noch bekannt ist aus der damaligen Zeit, aus der Zweitliga-Zeit und was für einen guten Namen der Verein, der FC Remscheid, wirklich immer noch hat. Und deswegen ist es auch mal nett, wenn wir in der Vorbereitung verschiedene andere Plätze spielen gegen Mannschaften, gegen die wir sonst nicht spielen können. Und ja, ist eigentlich immer interessant und man freut sich dann, diese alte Geschichte wieder in Erinnerung zu bekommen. Ich danke den Herren und wir werden uns auch mal ein bisschen umschauen, wie der FCM Remscheid sich beim Turnier hier beim zweiten Kapstein Cup geschlagen hat.